Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir sind in der letzten Episode. Wir sind ins Haus von die Embers eingedrungen und lassen die scheiß Tür offen, so wie ich gerade sehe. Wie dumm muss man sein? Und jetzt müssen wir ein bisschen rumwühlen, um Vaterpreis. Best dad. That stuff is all politics anyway. Ah. Alter, wirklich das Erste und ich krieg da was raus. Schlüssel? Sweet. The secret key. Now to find the secret lock. Drew. Wer war Drew nochmal? Ah. Ja, die sind dann doch gar nicht so schlimm. Schneekugel. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Ach so, Schnee, ja. Die schüttelt immer wie eine Wilde, ey. It's the big one. Was Volltreffer. How? Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rich's Francis mom. Bauer. Schauen wir mal die Arcadia Verbrecherringe. Bay's least wanted. Was ist das? Police Department. Sergeant Alex Keller. Name Damon Merrick, Alter 31. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer sprang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuhe wurden gesichert und als Beweismittel eingereicht. Ein Notruf wurde um 22:21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22:38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der unter Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Die haben 9. Wir haben 16 Minuten gebraucht, um da hinzukommen, ey. Zu lange, zu lange. Die müssten plopp machen und dann sind sie dann. Da ist eine Kiste drin. What the fuck? What do we have here? Das sollte man nicht I einfach should check nehmen. the computer or some of those files laying around. Noch eine Akte? Sheldon. Why do I feel like I've heard Sheldon that name Pike. before? Sheldon Pike. Verdammte Scheiße, wer ist Sheldon Pike, Mann? Was ist James das? sure keeps lots of files on people. Gerald Scott. Wer zur Hölle ist Gerald Scott? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Ja. PZ. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es reicht, James, das reicht, als du. Verdammt, mir ist. Beim Controller ist der Akku ausgegangen. Scheiße. Ach, so ein Dreck. So. Setz schon an. Jetzt. Das ist der Vorrecht. Dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend, aber ich verstehe deine Bedürfnisse, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen.
Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmte mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es. Sarah. Na sauber. Linke Schublade. Oh, saufen. Graffiti. Alter, du kannst doch nicht so offensichtlich da. Secret Poster. Schwimmschublade. Sherry, Sherry Lady. More Sherry. Sherry, Sherry Lady. Öffnen. Da haben wir noch extra einen schönen Schlüssel gefunden. Achtung, Briefbombe. Welcome to Shadyville. Ja klar, eine Kiste hält man dann erstmal so. Ist ja nicht so, dass was rausfallen könnte. Öffnen. Handy. Briefe. Nimm die Briefe. Ach so. Sarah sent all these letters. And James never gave them to Rachel? That's so messed up. An meine Rachel. Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen sollst, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen und auch, was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen, meine liebe Sarah. This looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren, außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorn anfangen. Ich will es, mit aller meiner Macht. Ich liebe Sarah, ja. Ja, sowas ist immer schwer. Sowas ist echt schwer. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann, weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss, er ist etwas Neues, glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diesen Brief liest, ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest, du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch, das ist okay. James will dich beschützen, ich würde dasselbe tun, aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, als es ihm noch nicht klar war. Verdammt, ich bin zu blöd zum Lesen heute. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen, aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe so sehr. In Liebe, Sarah. Fuck, wie weit geht das nochmal? Ich verstehe deine Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah.
Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihre gemäßigten Tochter. Gesetzmäßigen Tochter, ihre gemäßigten Tochter, ja. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjährige auf alle und jegliche gesetzliche Anträge zu Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Boah, Alter, was ist heute los mit mir? Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klage Einreichung gemäß der Familiengesetz von Oregon, Satz 42.4b, das war sehr wichtig, das vorzulesen, Tillamook County Sozialdienst resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro. Ach, was weiß ich. Warum steht da groß Void drauf? James Amber. Datum 25.04. Sarah Gerhardt. Betrag 3000. Okay. Achso, ich habe das Handy noch. Jetzt habe ich das Handy komplett vergessen. To know who James is talking to on the secret phone of his. Es wird Sarah sein, It Mann. Could be about Sarah. Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr besser Manieren bei. Oh, gehen wir mal ganz nach oben. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun. Ich bin keine Vulva, du musst tun, wofür wir geredet haben, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht, sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh, entspann dich, mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr besser Manieren bei. Nichts, ich schätze, du wirst es nicht mehr erledigt haben. Hä? James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Yeah. Shit. What do I say? Was für ein Beweis? Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Geh raus, geh raus, geh raus. Verbrecherbericht. Schürhaken. Da war doch kein Schürhaken dabei. Ach, der Handschuh. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in the. Habe ich jetzt Bild gedrückt? Scheiße. If I can figure out how,
How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Oh, jetzt geht's wieder rein. Mülleimer, Handschuhe verbrennen. Ja, und jetzt mach ein scheiß Bild davon, Mann. Uff. Better not touch that again. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Arcadia Bay's least wanted. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Verdacht auf Drogenhandel herumlungern. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Der kleine Mistzack, der ist es, der wurde verpfeift. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Gerald Scott, illegaler Verkauf gestohlener Waren. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Ich erkläre mich bereit, Gerichte zu verwenden, die die Verbindung in eigenen Fall hat, haben, Hilfe zu leisten. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Arcadia Bay's least wanted. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Ich weiß nicht mal, wer wer ist. Frank ist es nicht. Frank ist cool. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Sheldon Pike. Warte, wie alt ist der? Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Ach so, das ist 2009 aufgenommen worden. This guy let me into the mill. Cool dude. This is that asshole who was selling Firewalk shirts.
Des Verkäufers. Wie hat denn der nochmal geheißen? War das der? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Gerald Scott. Aber ich weiß immer noch nicht, wer Gerald Scott ist, Mann. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? This guy let me into the mill. Cool dude. Oh. Wir nehmen. Frank auf jeden Fall nicht. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Ach komm. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Also der ist äußerst kooperativ. This guy let me into the mill. Cool. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Oh, man. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Ah, ich erwischte an der Blitz. Ja, der war eigentlich auch ganz nett. Alter, ich hängst den Sheldon an. Hä? Payment? Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel... Oh, man. This guy's the snitch? He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Sägemehl? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Untersuchen. Wahrscheinlich sind sie auskühlt oder so. Dass eigentlich jeder ein Loch in der Wand hat irgendwo. Holy shit. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Holy shit. Does James even know what he's doing? Weißt du, was du da tust, verdammte Scheiße? I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you.
I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Oh, sind wir ehrlich? Eigentlich geht's nur einen Dreck an. Oder macht er noch mehr Szene? I can't talk much about it. It has to do with Rachel's mother. Her real mother. And that explains you breaking into the DA's home and having this? Believe it or not, yes. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad for- The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble.